Vom 28.09. bis zum 30.09.2018 wurde im Evangelischen Bildungshaus in Rastede ein ganz besonderes Seminar organisiert, die Kinderakademie 2018. Etwa 30 Kinder zwischen 8 und 12 Jahren konnten mit ihren Eltern das Thema Buchstabensalat, gemeinsam Worte finden, behandeln und viele verschiedene Dinge erschaffen. Doch wie kam es eigentlich zu dem Thema? Diese Frage kann die Bildungsreferentin Eva Brunken beantworten. Wir haben in unserem Team gemeinsam überlegt und verschiedene Ideen gesponnen. Und bei den Buchstaben sind wir gelandet, bei den verschiedenen Sprachen, die ja auch mit verschiedenen Schriftzeichen zu tun haben. Nicht alle haben das Alphabet, wie wir es benutzen, sondern es gibt arabische, chinesische und sonstige Schriftzeichen. Und das fanden wir alle total spannend. Nicht nur Kinder waren an dem ganzen Wochenende beschäftigt, damit Buchstaben zu entdecken, sondern auch die Erwachsenen durften in der Welt der verschiedenen Sprachen und Buchstaben eintauchen. Die Großen und die Kleinen verstehen sich in den Workshops sehr gut, die Eltern mit den Kindern. Es sind auch nicht immer die Eltern mit ihren eigenen Kindern zusammen, sondern das mischt sich in den Workshops wirklich sehr gut. Und ja, da zeigen auch mal die Kleinen den Großen, wie es geht. Neben vielen kleinen Spielen, einer Schatzsuche, einem Buchstabenquiz und Bastelaktion konnten die Teilnehmer am Samstag an verschiedenen Workshops teilnehmen. Die Ergebnisse haben sie sich am Sonntag gegenseitig präsentiert. Da wurde ein Bilderbuch gestaltet in einer Werkstatt. Also jede Teilnehmerin, jeder Teilnehmer hat ein eigenes Buch entwickelt. In einer anderen Werkstatt draußen unter freiem Himmel wurde gesägt, gehämmert, gebohrt, geschraubt. Die Kinder mit dem Schwingschleifer haben ihre eigenen Buchstaben kreiert und ein großes V, ein kleines I oder den ganzen Namen gemacht. Also ganz tolle, schöne Schriftzüge sind da entstanden. Zudem gab es auch einen Workshop, der mit den Teilnehmern ein Puppentheater inszeniert hat. Natürlich konnten die Kinder und Erwachsenen ihre Handpuppen selber gestalten. In diesem Workshop hat auch Ala teilgenommen. Sie ist 10 Jahre alt und kommt ursprünglich aus Syrien. Da haben wir Handpuppen gebastelt aus wir haben ein Klärtchen bekommen und einen Schwamm. Wir hatten so eine große Bühne. Die Bühne ist schwarz, so wie eine schwarze Decke, wurde ein bisschen geschnitten. Da legen, und wir waren dann, wir füllen das morgen auf. Dann legen wir unsere Hände. Dann ziehen wir diese Handpuppe an mit unseren Händen und legen die durch diese kleinen Fenster, die geschnitten wurden, und singen ein ABC-Lied. Doch wie sieht es nächstes Jahr aus? Ist eine Kinderakademie im Jahre 2019 schon geplant? Es wird wieder eine interkulturelle Kinderakademie geben im nächsten Jahr, das ist natürlich klar. Wir sind schon dabei, einen Termin gibt es schon. Und wir sitzen bald wieder zusammen und werden das nächste spannende Thema uns ausdenken. Also dürfen wir auch im Jahre 2019 eine Kinderakademie im Evangelischen Bildungshaus in Rastede begrüßen.